Ursprünglich habe ich mich für ein Trainee-Programm für Einkauf und Produktion beworben, für das ich dann genommen wurde. Im Zuge des Trainee-Programms absolviert man quasi den ersten Monat in der Produktion, dass man mal die Produkte von Keba kennenlernt. My educational background is also about computer science and it's also about economics, economical sciences. Also ich habe HTL in Steyr für Informatik Digitaltechnik gemacht, habe aber nie in die Richtung Entwickler, Informatiker so in die Richtung tendiert, sondern eher immer auf das Organisatorische rundherum. Ich habe dann ein Projekt im Einkauf gestartet, weil ich eben Electronic Business studiert habe und meine Abschlussarbeit auch im Bereich elektronischer Einkauf geschrieben habe. Und wir haben das Projekt eben gestartet und ich bin dann nach einem Monat schon gefragt worden vom Einkaufsleiter, ob ich nicht fix im strategischen Einkauf zu arbeiten beginnen möchte. But of course I'm quite determined and I'm quite success oriented and if I set a goal then I'm going for that goal for sure. Neben der fachlichen Kompetenz, was man einfach damals mitgebracht hat, natürlich auch die Ausbildung rundherum, war trotzdem auch recht viel immer wieder so die persönlichen Gespräche einfach war bei einem Bewerbungsgespräch. Man kriegt auch alles, man kriegt einfach trotzdem mit, wie ist jemand auch von der Persönlichkeit her und passt jemand zu dem Team dazu, für das er sich beworben hat. Und das ist, glaube ich, auch mit der Hauptgrund gewesen.